Derby in Ostinghausen. Zu Gast ist die TuS SG Östinghausen. Beide trennen circa 10 Fahrminuten, ein Buchstabe im Namen und 6 Punkte in der Tabelle. Doch die Hauptgeschichte des Tages, YouTuber Lukas Steinlein, bekannt durch die Freekickers und Lukas Football mit seinem Startelf-Debüt in der Bezirksliga. Er befindet sich ja auf der Road to Pro, dem Weg zum Profi also. Und da gab's ja mal so einen Song, der hat das, glaube ich, ganz gut beschrieben. Nämlich, dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg ist steinig und schwer. Mal sehen, wie steinig die Partie heute. Für seine Mannschaft wird Östinghausen mit einer besseren Derby-Bilanz gegen Ostinghausen in den letzten 13 aufeinandertreffen. Die Gelb-Schwarzen mit 7 Siegen. Doch zu Beginn dieser Partie ist das Ganze erstmal hart umkämpft. Die ersten Minuten sind dadurch bestimmt, dass man sich in jeden Ball reinschmeißt. Und die große Torgefahr, die kommt noch nicht zustande. Aber vielleicht jetzt mal. Lukas Steinlein, der schnappt sich den Ball für die Ecke. Mal gucken, wie gefährlich die kommt. Und die kommt nicht schlecht, aber Maximilian Koch ist da, streckt da die linke Pranke nach oben. Und das ist auch wichtig, dass er das macht. Niklas Senk in seinem Rücken hat nur darauf gewartet, dass der Ball durchkommt. Und so das Ganze dann relativ ungefährlich. Fast so ungefährlich wie diese Standardsituation von Ostinghausen hier. Und Östinghausen, die machen richtig Druck. Da gibt's richtig Pressure. Steinlein mit dem Außenriss. Und dann kommt der Doppelpass nicht ganz zustande. Steinlein, der wird von Minute zu Minute quirliger, aktiver. Geht da ins Dribbling. Der Pass kommt nicht ganz an. In der nächsten Szene dafür der Pass dann etwas besser. Niklas Senk, 0-1, 15. Spielminute. Die TuS SG Östinghausen geht in Führung. Und Ostinghausens Trainer, der scheint die Sicht auf den Treffer so sehr zu genießen, dass er uns das Bild versperrt. Steinlein in den Folgeminuten immer wieder mit Versuchen, seine Mitspieler in Szene zu setzen. Und da ist auf der Seite viel zu viel Platz. Die Reingabe, ja, über die legen wir jetzt mal den berühmt-berüchtigten Mantel des Schweigens. Und wenn wir bei der Thematik bleiben, dann sag ich besser auch nichts zu der Szene. Dafür hat dann Lukas Steinlein im Gespräch mit seinen Mitspielern ein bisschen mehr zu sagen. Da wird sich nochmal besprochen und auch kurz die Luft angehalten beim Abschluss von Nihat Erdöl. Das ist die letzte Chance in Durchgang 1. Lukas Steinlein und sein Team nehmen die Führung mit in die Pause und fleißig werden weiter Anweisungen gegeben. Da wird die erste Hälfte schon auf dem Platz analysiert. Das Pausenfazit von uns, die Führung für die SGO geht in Ordnung und nach dem Seitenwechsel können sie fast direkt das zweite hinterherlegen. Piepers, der erste Kontakt, wenn der da besser ist, dann wird das richtig, richtig brenzlig. So gibt's den Eckball und den macht, na klar, Lukas Steinlein diesmal findet einen Abnehmer und dann wird zurückgelegt auf Kuhnt, der Schuss abgeblockt und der Schuss von Friedrich Böhmer-Schulte, der küsst das Lattenkreuz. So kurz vorm Valentinstag wird dann also noch ein bisschen geknistert zwischen Ball und Latte. Nach 65 Minuten ist dann Schluss für Lukas Football. Geht vom Platz von ihm eine engagierte Partie. Ob es für weitere Startelf-Einsätze reicht, wir werden sehen. Wir schauen jetzt allerdings erstmal, ob es zur Krönung des Ganzen noch den Derby-Sieg gibt. Gottwald, das ist eine Situation, die müssen sie besser ausspielen. Steinleins angespannter Gesichtsausdruck, der verrät, ey, das wird hier noch richtig eng und richtig, richtig spannend. Wir sind in den letzten Minuten der Partie. Gottwald, der landet weit über dem Tor. Zum Glück steht da ein Fangzaun. Es heißt bibbern, es heißt zittern, bis dann endlich Schluss ist. Aus Östinghausen Sicht, Derby-Sieg in Gelb und Schwarz. Und die Szenen hier, die brauche ich jetzt eigentlich gar nicht kommentieren. Man sieht und man hört, was das den Jungs da bedeutet. Derby-Sieger Lukas Steinlein jetzt bei uns im Interview.
Ja, also allgemein auf jeden Fall ein geiles Spiel. Derby gewonnen, das freut mich und die ganze Mannschaft natürlich sehr. Für mich war es mein erstes Spiel in der Bezirksliga von Anfang an, deswegen auf jeden Fall ein geiles Spiel dafür ausgesucht. Waren viele Zweikämpfe, richtig intensiv, von außen war Stimmung und man muss natürlich sagen, wir hatten in der ersten Halbzeit gut gespielte Angriffe. Einer ist dann auch ins 1-0 durch Niklas Senk geendet, fand ich ein richtig geiler Angriff. Niklas Senk auch stark gespielt. Man muss natürlich dann sagen, zweite Halbzeit haben wir hinten auf jeden Fall den Bus geparkt. 45 Minuten fast, hatten dann noch ein, zwei Konterchancen, aber ich finde, wir haben das defensiv überragend gemacht, wir haben wenig zugelassen und deswegen verdienter Derby-Sieg, macht auf jeden Fall Bock und nächste Woche geht's dann weiter.